Meine Güte, guckt euch das an, wie sie wieder alle auf Frischfleisch geiern hier. Also hier stehen die 90er Hordler rum oder fliegen rum und warten drauf, dass sie hier 60er Alis bashen können. Ganz großes Kino. Wem Spaß macht. Wenn ich mal groß bin, komme ich vielleicht vorbei. Und dann versuche ich den Kleinen zu helfen. Ich weiß zwar nicht, ob ich eine große Hilfe sein werde, aber ich kann ja mein Bestes geben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dann so die Kleinen immer irgendwo sind und dann heulen, oh, hier ist ein 90er und der basht mich und ich bin Level 20 und helft mir. Und die Großen, die regen sich schon gar nicht mehr auf und die Kleinen fühlen sich total alleine und im Stich gelassen und alles ist gemein. Naja, so ist das halt. Wer das nicht möchte, der muss halt PvE spielen. Da ist er dann verschont vor den bösen Mitspielern der anderen Fraktion. Was geht denn hier ab? Taucht da gleich ein Wurm auf? Yo, da ist einer. Igitt, 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 igitt. Wow, da ist noch einer. Okay. I, das ist ja eine richtige Invasion. Mein Hetzi geht dahin und beißt die alle in den Hals und gut ist. Braves Hetzi. So, die haben wir schon mal. Da wird noch einer drunter sein. Überall, wo das so brodelt, treiben die sich nämlich rum. Ich tue mal so, als ob ich dran vorbeigehe. Dann kommen die nämlich gern raus. Da ist er. Der denkt wohl, ich hätte ihn nicht gesehen, aber ich wollte ihn ja haben, damit wir ihn killen können, Hetzi und ich. Juhu, so. Da Zuerst etwas anvisieren. drüben gibt's noch mehr von der Sorte. Halt überall, wo diese kleinen Steinchen rumrollen. Da sind die plündernden Krustenbohrer drunter. So, da ist noch einer. Ich habe kein Ziel. Ui, zwei Stück. Es ist hier eng. Gut, gib alles. Zack. Alle schon tot. Gut, dann nicht. Oh, ein zerfressener Lederkoffer. Cool. Oi, da lebt noch einer. Der muss auch noch mit. Wie ein Lederkoffer. Zeig her. Da. Dieser Koffer scheint einige Zeit im Verdauungsex, was? Im Verdauungstrakt eines großen Wurms verbracht zu haben. Lecker. Den soll ich irgendwo hinbringen. Ich habe jetzt aber keine Zeit zu lesen, wohin. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jo. Das wird mir das gute Questlog beziehungsweise die gute Map doch sagen, wo ich hin muss. Irgendwo da. Das ist dieses hier. Oder hier unten. Ach, wir werden es schon erfahren. Wenn alle anderen Quests abgegrast sind und die noch übrig ist, dann weiß ich ja Bescheid. Jetzt brauche ich noch etwas Geröll, wie hier drüben. Können ja auch mal wieder ein kleines Schweinchen klar machen. Immer nur Würmchen ist ja langweilig. Wie gesagt, die Schweine droppen leider kein Fleisch. Na, wo ist der Wurm? Hier ist Happa Happa, komm raus. Geht doch. Aber Wurm. Also wenn der nächste Wurm rauskommt, mache ich mal meine Wildtierkunde drauf und schau mir an, was der kann. Dann darf Hetzi ihn aber nicht so schnell platt machen. So. Achtung, Hetzi. Wo ist der Wurm? Würmchen, erscheine. Da. Und? Nicht zähmbar. Och, Mensch. Ist ja langweilig. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Aber nee. Ich Wieder brauche nichts einen gewesen. Gut, dann nicht. Sind wir jetzt beleidigt und suchen uns den nächsten Wurm. Und zwar hier.
Da ist auch noch einer. Juhu! Okay. Kriege ich den anderen auch noch mit? Oder ist der eh schon tot? Ey! Der ist wohl wieder im Untergrund verschwunden. Schade. Da steht eine Liebesgöttin rum. Entweder wartet die auf den Bus oder auf ihren Freund. Sonst tut sie, glaube ich, gerade nichts. Wie viel Bohrer brauche ich denn noch? Juhu, drei. Da war gerade etwas Geröll. Hier. Ja. Da oben ist noch einer. Und noch den letzten. Und dann haben wir sie erstmal. Am Anfang habe ich mich halt furchtbar erschrocken. Verschrocken. Ich habe mich erschreckt. Oder auch erschrocken. Jedenfalls hatte ich ganz schön Schiss, als das erste Mal so ein Viech aus dem Boden kam und ich nicht wusste, wie mir geschieht. Das ist ja doch schon ein bisschen unheimlich, wenn man das nicht kennt und so ein Krusti da aus dem Boden schießt. Da, letzter Krusti. Komm her. Yeah. Wo geht's denn jetzt weiter? Da kann ich direkt was abgeben. Okay. Das ist immer noch der Drillmeister. Und da hinten ist irgendwas. Das muss ich aber dann da drüben abgeben. Okay. Dann gebe ich erstmal hier ab. Und dann schaue ich, wo ich hin muss. Ich habe eine blutige Schnauze und ein zuckendes Bein bekommen. Lecker. Wie geht's? Was kann ich mir hier aussuchen? Ui, da ist schon wieder ein Hals. Da ist der Alte aber besser. Nee, der hat noch Ausdauer. Kann ich mir ja dann überlegen. Sieht jedenfalls schick aus. Was Neues hat der nicht für mich? Okay. Dann mache ich mich entweder auf der Suche nach dem Drillmeister. Oder ich gehe mal ein bisschen nach da drüben. Das sieht auch gut aus. Zu den kleinen Welpis. Hier. Steinsichel-Alphas und Steinsichel-Welpen soll man da töten. Und zu Schwarzkralle soll man gehen. Was auch immer das ist. Uhu. Da sieht man auch schön, wo es hingeht. Ein gewagter Plan. Hier. Genau geradeaus. Oh, in Ehrenfeste habe ich bestimmt auch schon einige Punkte gemacht. Nachschauen. Ruf. Ehrenfeste ist noch freundlich, bald wohlwollend. Oh, die Sporriger sind noch unfreundlich. Das sind diese Teile da in... wo bin ich? Was geht denn ab? Nee, da wollte ich gar nicht hin, das war zu weit. Guckt euch das an. Die Sphärenfelder. Oh, muss ich zu so einem? Also nachlesen, was ich genau tun muss. Wer bist du denn? Ein halb voller Blutelf, okay. Okay. Super. Ah, bin ich doof. Jetzt habe ich aber Ärger. Das hätte ich nie machen sollen. Naja, passiert. Tschüss. Ich war in letzter Zeit so oft vom Mount, ey. Voll übel. Ich wollte ja eigentlich hochfliegen und dann habe ich mich irgendwie vertan. So, zeig mal. Na, Prost. Und wieder war es eine lange Reise vom Friedhof bis zur Todesstelle. Ja. Könnten wir auch mal anbieten, so billig reisen als Tote.
Ja, wenigstens habe ich den richtigen Aspekt an. Ist ja schon mal was. Geisterscheinung. Auch ein schönes Bild, ne? Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein Fuchs oder ein Wolf, so wie das aussieht. Ah, da ist die Zeppelin-Absturzstelle. Vielleicht gibt es da auch noch eine Quest. Können wir nachher mal dran vorbeifliegen? So, mein Erz ist futsch, ich bin auch futsch, alles klar. Ich hätte mir jetzt die Quest durchlesen können. Also, ich soll den geweihten Kristall auf einem verwundeten, unkontrollierten Leerwandler anwenden. Also, hier ist das Ding. Ein unkontrollierter, da ist ein unkontrollierter, sehr schön. Und da ist ein Wilder. Und da ist meine Leiche. Irgendwo. So. Erstmal wiederbeleben. Tierchen raus. Mal was essen. Das hier ist ein Gesundheitsfisch. Also da gibt es erst Gesundheit zurück und dann 10 Minuten lang alle 5 Sekunden 6 Gesundheit. Wenn man es überlebt. Also 72 die Minute. Naja, gut. Besser als nix. Da ist der Buff. Jo. Da ist ein Wilder und da ist ein Unkontrollierter. Und ich soll jetzt zu dem Unkontrollierten gehen. Wo habe ich denn das Ding in der Tasche, dass ich dann so lange suchen muss? Nein, das ist was anderes. Wie könnte das denn aussehen? Toll. Ach, das war hier das. Das habe ich ja schon länger dabei. Okay. Also, wir schnappen uns einen unkontrollierten, fixen den ein bisschen an. Wie? Geht noch nicht. Jetzt. Wow, hat's gereicht? Bin mir nicht sicher. Da ist was. Juhu. Sehr schön. Flugs zum Drachen werden und abhauen. Sag ich her. Da sind wir fertig. Da ist auch ein Respawn vom Teufelseisen. Das schnapp ich mir jetzt schnell, bevor wieder ein Hortler vorbeikommt, den ich dann attackiere. Sehr schön. Erdpartikel. Jo. Jetzt kann ich darüber fliegen. Ich wollte ja eigentlich zu den Steinsichel-Alphas und mir mal angucken, was da so abgeht. Das da ist bestimmt noch nicht entdeckt. Kann aber auch sein, dass das schon zu der neuen Welt gehört. Obwohl, es sah man nicht so aus. Da ist schon was rot. Ein Steinsichel-Alpha. Und da sind Wachen der zerschmetterten Hand. Lande ich mal hier hinten, weil ich ja eigentlich nur die Alphas möchte. Was ist das denn? Ein Schurkenalpha? Oh, süß. Steinsichelalpha verteidigt sich verzweifelt. Wieso das denn? Muss doch irgendeinen Grund haben, warum ich die killen soll. Ich glaube nicht, dass ich die aus Spaß killen soll. Irgendeinen Ärger machen die doch. Tödliche Raubtiere, heißt die Quest. Da siehst du. Die sehen sowieso nicht so aus, als ob man mit denen irgendwie Spaß haben kann. Die sehen nach jeder Menge Ärger aus, die Guten. Da ist auch der nächste. Dann brauche ich ja vier. Die haben echt interessante Arme. So Schergen sind das.
So ähnlich wie bei meinem Hetzi. Da ist noch einer. Ganz alleine in der großen Kluft. Na komm mal her, du. So. Hier gibt es irgendwie nicht so viele Tiere. Ich sehe hier eigentlich nur Otter. Scheint auch eine Weile zu dauern, bis hier mal der nächste ankommt. So, das wäre das hier. Ja, angeblich sind die hier auch noch gar nicht. Aber ihr kennt das ja. Ab und zu verirrt sich dann doch einer woanders hin. Und der eine lief hier gerade Patrouille. Und von denen habe ich eh noch keinen. So. Und da sind gleichzeitig noch von diesen Laurern, oder was? Na, das ist ja ein ganz reizendes Fleckchen Erde hier. Ganz herzallerliebst. Da ist noch ein Welpi und das da sind die Dicken. Die habe ich aber schon alle. Gut, dann brauche ich nur Welpis. Oh, versucht zu flüchten. Ist ja putzig. Da ist noch ein Welpi. Und da hinten. So. Die machen aber einen Krach. Naja, sind ja noch Babys. Und hier ist ein Würmchen oder was? Zeig her. Komm her. Tunnelgräber heißen die Würmchen hier. Okay. Ausgewürmt. Ah, das sind die mit den zuckenden Beinen. Das ist noch ein Welpi. Gut getränkter Schwanz. Lecker. Schauen wir mal nach. Ob hier in der Höhle was Dickes drin ist? Ui, war das ein Totenkopf? Hey, Dead End. Hier ist ja gar keiner. Da? Da geht's vielleicht weiter. Lauter Alphas. Okay. Vielleicht gibt's hier drin auch noch ein paar Babys. Ach, das ist Schwarzkralle. Hab ich gerade gar nicht gecheckt. Der sah aus wie die normalen. Das sind alles Humanoide. Da kann man sich gar keinen zähmen. Schade. Humanoide Hetzer, oder was? Gut, jetzt wo ich Steinkralle habe, brauche ich eigentlich nur noch ein paar Welpen. Und zwar, wie war das denn? Ein Tunnelgräber. So ein Herzchen. Jetzt ist er auch noch abgehauen. Jetzt haben wir ihn doch gekriegt. Früher oder später kriegen wir sie alle. So. Außerdem hier noch zwei. Dann haben wir die Nummer mit den Steinsichelwelpen und Alphas noch nicht abgeschlossen. Den Obermacker haben wir ja auch schon. Aber es kann natürlich sein, dass es noch ein Nachspiel hat, beziehungsweise, dass es noch mehr Quests zu dem Thema gibt. Oder auch nicht. Da müssen wir uns dann überraschen lassen. Der letzte Welpe. So. Einmal hoch. Und auf die Map geschaut. Ach, die sind alle wieder hinten, die Quests. Das ist schon wieder ordentlich besetzt, die beiden. Den Drillmeister muss ich mir noch suchen. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wo der sich rumtreibt. Wieder gehe ich nachschauen. Oder ich versuche es gerade noch einmal. Also, der Drillmeister. Wo ist er denn?
vor der Höllenfeuer-Zitadelle. Die Basis am Ende des Pfades des Turms. So. Gut. Das heißt, ich muss nach da drüben. Ah, das hier ist gerade neutral. Oder ist es eine Falle? Soll ich es wagen? Ich stelle mich mal hier drauf und guck. Zur Not haue ich wieder ab. Ah, das ist doch der Rundblick, den habe ich doch schon. Hoho. Wenn, dann muss ich mir den da drüben schnappen. Trümmerbastion. Hauptsache irgendwas mit Dach. Hier, wie sieht es denn auf der aus? Den werde ich noch gar nicht angezeigt. Gilt es hier nicht? Kuckuck. Mensch. Ein runter? Ist ja doof. Aus irgendeinem Grund wird das Ding hier nicht angezeigt. Na ja, probieren wir es ein andermal. Hier? Nö. Ja, wenn die mir das nicht anzeigen, dann kann ich auch nichts wissen. Da sind eh schon wieder ein paar Hordler. Nee, nur einer. Jo. Ich setze mich mal hier kurz aufs Dach, atme durch und dann mache ich Geiersturzflug darunter und guck nach dem Oberorg.